So, jetzt geht's weiter hier mit der, ich glaube schon die vierte Runde jetzt bei der Schwaben Fight Night. Da es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, was ich nicht näher drauf eingehen will, sind wir jetzt hier wieder im Spiel Fireblade als US-Amerikaner gegen Necron auf Seite der Wehrmacht auf Langres. Es guckt zu, meine Wenigkeit, Pechvogel, der noch bei mir auf deutscher Seite ist, und Fnatic, der hier bei Fireblade zu guckt. Und vielleicht gibt es heute jetzt oder jetzt für Fireblade die erste Niederlage an diesem Abend, der, glaube ich, drei Spiele gemacht hat und alle drei gewonnen hat. Gut, er hat gegen Hawks gespielt, er hat gegen Gavus gespielt. Nein, Spaß. Sind ja alles gute Leute, die haben ein bisschen Pech gehabt. Oder Fireblade ein bisschen mehr Luck. Man weiß es nicht so genau. Scheiße, wird hier ist kalt, ey. Gerade eben war noch hier 40 Grad im Schatten, jetzt ist hier wieder arsche kalt, ey. Fenster auf, Fenster zu. So. Red Bull ist leer, fuck. Ja, also, aber interessant ist jetzt schon mal am Anfang schon mal, dass hier Necron auf die linke Seite geht. Eigentlich ist er eher rechts so, werden die Baracken natürlich eher rechts gebaut. Natürlich kann man auch sie auch links bauen und dann trotzdem noch nach rechts rüber gehen. Aber wenn man sie rechts baut, ist man eine Millisekunde schneller. Reißt es vielleicht bei den Pro-Gamern raus. Ob es hier auch schon was rausreißen wird, wissen wir nicht. Sehen wir gleich. Werden wir gleich feststellen. Und jo. Ne? Es geht auch hier gleich nach links rüber. Mit dem Pionier-Kapte, mit dem zweiten Kapte rechts. Ich mache es immer andersrum, die meisten machen es andersrum. Aber das ist ja Geschmackssache jedem. Hat einfach den Vorteil, wenn man sich ein bisschen mehr auf die Rechtsseite konzentriert. Gut, Süden ist für die Deutschen eh immer schwer zum Halten, weil wegen den Hecken und so weiter. Aber wenn man mit dem ersten Pionier, also mit dem ersten Nachgebauten, sage ich mal, und dem Volksgleich nach rechts geht, kann man das Haus erobern in der Mitte. Das berühmte Langres-Haus. Und hat somit eigentlich relativ gute, A, erstmal gute Sicht und B, gute Kontrolle über die Mitte und auch über die Siegmarke. Und das ist natürlich schon ein bisschen was Druck aufbaut auf den Gegner. Jetzt Captain hier mit dem. Oh, sieht es nach Capwalking hier aus, was er da macht mit dem Volks? Sieht fast nach Capwalking aus, meiner Meinung nach. Oh. Hier wird also mit sämtlichen Mitteln gespielt. Ja, also war hier schon ein bisschen Capwalking am Werk. Sah zumindest so aus, ob es jetzt wirklich war, wissen wir nicht, aber sah halt verdammt danach aus. Gut, kann man machen, muss man jetzt nicht. So, vor allem Captain hat die Munition, hat den Connection Point hier geholt und hat aber connected nichts auf der rechten Seite. Ne? Er hat weder den 16er Mundpunkt noch den Fuel hier außen. Also, das ist hier, ne, suboptimal und jetzt kann er erst sein. Munition, sein Connection Point auf der rechten Seite erobern. Links, rechts, ich habe halt echt eine Schwäche. Und der Ami sitzt im Haus, sieht also alles, sieht also auch gleich, wenn das MG kommt, sieht, wenn der zweite Volks da ist. Zwei Volksstart, ja, gut, kann man machen, muss man nicht. Gerade hier schöne Deckung zu, also sehr, sehr defensiv hier von Necron, der den Pionierfight gegen den Amerikaner verliert. Zwar auch ein Mann killt, aber auch ein Pan Fight verli ein Mann verliert. Es cappt der Ami hier oder wollte cappen, na, kann er das natürlich machen. Kommen Deutsche so nicht ran ohne MG und die Rifles stehen hier zu weit weg, um hier schießen zu können. Na, also, da kann der Ami jetzt schön reinballern, kann natürlich auch so auf den Pio schießen. Darf jetzt nur rausgehen aus der Deckung, weil wenn er da jetzt rausgeht, kommen die Volks angelaufen. Wird es auch hier gecappt hier, der Fuelpunkt auf der rechten Seite. Muss das definitiv eine MG bringen, um da ein bisschen Druck aufbauen zu können. Mein Geschmack ein bisschen zu passiv als Deutscher. Natürlich muss man passiv spielen, aber er hat halt jetzt gar nichts. Er hat gleich hat er seinen Fuel Limit, hat er eigentlich gar nichts mehr. Und wenigstens den hätte er behalten können, wäre er gleich auf die Rechtsseite gegangen. Und ist dann jetzt links so scheiße rumgekappt, meiner Meinung nach. Ist ja decapped worden. Der Ami hockt im Haus und jetzt kann er eigentlich nicht wirklich weiter, weil er nichts hat, um den Rifle aus dem Haus zu kriegen. Er braucht jetzt halt echt einen Sniper. Die Frage ist, ob er den bringt oder ob er einen MG bringt. Jetzt kommt der Ami hier links rein. Von Fireblade ist es okay. Ne, hat schön viel Map Control jetzt. Da kommt der Sniper auch schon. Also zwei Volks und dann Sniper. Ja, jetzt war ich in MG. So schnell wie das Ding gebaut wird. Ein Bike? Nee. Oder? Könnte euch auch ein Bike sein, einfach für die Sicht. Aber jetzt wird der Sniper gleich überlaufen hier, das, weil er kein MG da ist. Oh, nimmt schon viel Schaden durch die Rifles. Kriegt schon Mann ausgeschossen, muss er schon wieder zurück. Ist das nicht so optimal? Könnte auch hier auf den Cut-Off gehen, auf der linken Seite. Ne? Jetzt kommen hier die Volks ans Haus, haben natürlich schlechte Position, ist durch den Ami jetzt hier schön
schon dran, muss es hier eigentlich schon komplett zurück. Hat hier ganz, ganz schweren Start hier gegen die Rifles. Fireblade kommt auch hier von der Seite rein und negiert die Deckung somit, aber Focus Fire jetzt hier auf den anlaufenden Rifle, der auf roter Deckung steht. Hätte auch drin bleiben können, ein bisschen Schaden machen können. Wartet auf das MG, das jetzt da ist. Könnt jetzt den Rifle sogar pinnen hier. Alle drei sogar, dann müssen wir sogar gleich zurück. Und hier nochmal Manpower-Schaden machen. Ei, 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 ei. Es geht dann drauf mit den Volks. Mal schön, aber kommt schon gleich die Flanke wahrscheinlich hier rum. Und da muss Fireblade zurück, hat den einen Rifle noch rausbekommen. Muss jetzt nur mit zwei Rifles zurück und schon ist der Fight für Necron gewonnen. Kann er wieder hier die Position zurückerobern. Aber der Ami hat eigentlich gar nicht mal so viel Map Control ist gerade wieder gut gemacht. Einfach weil der Deutsche ihn schon gecuttet hat hier links mit seinen zwei Pios. Na, also gerade ist 50-50 und hat gleich beide, oder zumindest sein Fuel wieder und den Ami schon ein bisschen länger gecuttet. Ne? Jetzt hier den Sniper verfolgen, der ein bisschen Schaden bekommt. Das MG müsste sich drehen, baut sich auf, durfte Fireblade nicht hinterherlaufen, muss ja mit dem MG rechnen, jawohl, da ist das schon. Auch hier kann es bitter ausgehen, wenn da mal, SN2 MG, 5 T1 Einheiten. Ne? MG müsste schon längst umdrehen, das Fireblade müsste sich aufbauen, jetzt zieht er sich auch zurück, macht hier einen Soft Retreat. Läuft nicht weiter rein, kriegt ihr noch übelst ins Gesicht von den Volks, die es hinterherlaufen. Die MGs müssten sich hinterher bewegen, beide hinterher bewegen. Necron jetzt, könnte jetzt fast schon versuchen, einen Base-Pin zu machen. Ne? Muss auf jeden Fall jetzt hier die MGs haben, zu spät nachts, müsste sie aufbauen. Warum baut das denn jetzt? Ah, er läuft da viel zu weit rein. Was macht er denn da? Die MG ist zu weit hinten. Zu weit hinten, steht er hier auf Vorderdeckung. Natürlich decken sie sich schön gegenseitig. Pin ist zwar bei Rifles, aber hätte er schon viel früher machen können. Sniper kommt vor. Und jetzt sind es hier viele Verluste, schwere Verluste vor allem für Fireblade. Sniper ist es da, ganz, ganz bitter. Das wurde hier gecuttet. Ne, riskiert es nicht. Oh, fast ein Full-Unit-Kill von einem Cut-Off. Schön gedacht von Necron, aber auch schön noch gesehen hier von Fireball. Jetzt kommt der Sniper wieder vor, der relativ ungefährlich hier steht. Solange bis das T2 da ist. Necron hat es, glaube ich, noch nichts getaggt. Das sieht man ja auch sehr relativ schlecht. Hat natürlich jetzt viel Map-Control wieder zurückerlangt. Und er langt gerade auch zurück. Ein bisschen zu gefährlich, vielleicht hier mit dem Sniper rumlaufen. Er weiß natürlich, gut, hier sind jetzt keine Minen auf dem Weg, wo er gerade war, aber er weiß natürlich nicht, ob hier Minen gelegt wurden, ob hier Minen gelegt worden sind. Das ist immer ein bisschen riskant. Und jetzt macht Necron einen kleinen Fehler. Er könnte aggressiver vorgehen. Na, hier noch eine Mine hin und dann wäre die linke Seite eigentlich komplett geschützt. Könnte mit den MGs eins hier hinstellen und eins da hinstellen. Hier zudrahten, buff, fertig wäre der Basepin. Könnte ihn hier komplett cutten und dann hätte Fireblade mal gar keine Ressourcen mehr. Genau, Necron wird wahrscheinlich auf den T3. Nee, kommt. T2 kommt schon hoch. Hier ist vielleicht auch gar auf den T3 spekuliert, wobei er hat keine Bar gesehen, keine Granaten. Aber Fireblade hat natürlich auch ordentlich kassiert, jetzt gerade zum Fluss. Die MGs müssen schon wieder umbauen. Und es macht da ein Fehler. Hier drüben ist noch der Pionier auf der linken Seite und rechts kommen die Rifles rein. Da müsste eigentlich auch der Pionier von links reinkommen, der natürlich hier am Fuel Cappen ist. Er braucht natürlich auch selber ein Fuel. Oh, da kommt noch ein Rifle, den er das gesehen hat. Eins, zwei. Ja. Von dem Volks natürlich schade, dass er den jetzt schon gesehen hat. Da hat er sich aufgestellt zu flanken, einen Tick zu weit vorne. Aber er muss natürlich ihn so weit vorstellen, dass er relativ zeitig reinkommt, wenn jetzt hier Flanke passiert. Jetzt ist er hier am Cappen, lässt sich hier den Rifle zusammenschießen vom Sniper, der schon 7 Kills hat, sich langsam gelohnt hat. MG schön weit vorne, ein bisschen zu nah an der eigenen Mine geparkt, aber das MG, das hätte, muss das zweite aufbauen, um sein erstes MG zu schützen. Baut das aber ab und zieht es zurück. Jawohl, richtige Entscheidung. Kleiner Mikrofehler an der Stelle, hätte das MG dastehen lassen müssen oder zumindest den Volks wieder vorziehen oder den Sniper, ne, dass hier der Angriff abgebrochen hätte. So, jetzt hat er sein Fuel hier verloren. Ja, er macht mir zu wenig, Necron, aus seiner überlegenen Position, die er gerade eben noch hatte. Hat das wieder ein bisschen Map Control abgegeben. Und das sieht man ganz schön, dass Fireblade auch hochtaggt. Er hat keine Helios gegeben, sieht man sehr schön an den Einheiten. Er hat keine Bar, er hat keine Nade. Wenn er ein OP gespielt hat, kommt ein T4. Für ein T3 wäre es, für einen schnellen M8 wäre es zu spät. Oder ist es zu spät? Die Frage ist, was macht er? Bringt er ein T4 und dann auf Arty-Doktrin mit der ersten Arty auf die
Pack schmeißen, die ja kommen muss. Die Pack ist da. Da kommt gleich was Zweites raus, ein Half-Track. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er vorne an der Front reinforcen kann. Auch wird sich mal ein KKZ langsam lohnen. Gerade wenn er das T2 hat und auf Inf geht, da ein bisschen mehr Leben hat, wieder zurückbekommen, dass die Rifles nicht unnötig wettkassieren, wenn sie gegen die halbtoten Einheiten kämpfen. Jetzt kommt ein Gren. Ja, okay, nichts Besonderes soweit. Doch kein Half-Track. Dann läuft er wieder zurück und Reinforce. Hätte vielleicht noch ein mobiles MG gehabt. Aber das sind so Sachen, diese ja gewissen Geschmackssache. Ne? Ich würde gern lieber an der Front reinforcen. Dann sieht man mal ein bisschen das Problem von der Wehrmacht, wenn man im Süden startet. Die Pack kann sich entweder hier in der Mitte aufstellen, an dem 10er-Punkt, wo das MG und der Gren steht. Man hat halt eingeschränktes Sichtfeld. Oder man stellt es rechts von der Hecke auf, wo die Pack jetzt steht. Kann man es natürlich schlecht nach hinten setzen oder fahren. Ne? Aber hat dafür größere Schussfelder. Aber kann auch einfach überrannt werden und natürlich in die Hände des Feindes fallen. Jetzt kommt der M8. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist viel zu spät. Also für einen schnellen M8 war es zu spät. Einfach weil er viele Verluste kassiert hat und somit spät bauen konnte. Oh, der. Oh, da wird er echt zusammengeschossen. Läuft da schön mit. Dem G müsste sich aufbauen. Dem G müsste sich aufbauen. Da kommt jetzt der Rifle rein. Aber da kann er keinen Blumentopf mehr gewinnen. Da verreckt er sogar noch. Muss auch wieder rausgehen in den Angriff. Die muss er sich sparen. Ja, und der M8 hat keinerlei Impact mehr. Die Pack ist ja schon da. Ich glaube, schon einen Schuss abgegeben. Der M8 hat keinerlei Impact mehr. Das T2 ist schon auf dem Feld. Necron steht sehr gut. Steht sehr gut. Und jetzt läuft es richtig für den Wehrmachtler langsam. Ah, Pack wird vorgebracht. Muss vorgebracht werden. Noch keine Schreck ausgeben für den. Gränder. Ja. Und der M8 ist schon völlig beschädigt, muss schon hier hinten stehen bleiben. Kann da keinen Blumentopf mehr gewinnen. Na, da kommen die Pack schon ran. Minesweepers da, geht auf die rechte Seite voll. Guckt da, das MG müsste nachgezogen werden. Ein bisschen schlechteres Micro. Da kommt die Pack und das war der M8. Schön rausgenommen. Ja, was soll man sagen? Jetzt kommt der Cut-Off. Und dann sieht es hier ganz, ganz bitter aus für den Armee. Die MGs müssten jetzt vorkommen, genau, um den Basepin perfekt zu machen. Wo ist das? Zweite? Eins verloren, eins. Wo ist das zweite MG? Da hinten steht es noch. Das zweite MG. Ah, da vergessen. Müsst ihr jetzt mit vorbringen. Hier müssten, genau, an dem Cut-Off in der Mitte, an dem Connection Point, müssten Minen liegen. Dass die Flanke durchkommen. Dann könnt ihr echt den Basepin perfekt machen. Aber das MG schießt aber gegen, aber. Na, es ist immer mal, das zweite MG kommt jetzt erst nach. War das gerade Arti? Nee. Hat man gedacht, weil es so zurückgelaufen ist. Und deswegen wirklich Verluste, die Karte sich echt erlauben. Der Deutsche hat, glaube ich, einen Mann verloren, wenn überhaupt. Und der Army komplett da festgenagelt. Das wird, das Sniper, wird der Flamer da zerlegt. Das MG, mit einem MG hält er ihn komplett auf. Er braucht gar nicht das zweite. Ne, die ist sehr schön gestaffelt stehen. So muss es eigentlich sein. Das eine De MG deckt das andere. Die Infanterie steht vorne, gibt sich, der Sniper steht da. Das ist Combined Arms hier. Es kommt auch ein KKZ plus ein T3 Tech. Haben wir wieder gecuttet, sehr schön. Ob ich es mit dem Grenz machen würde, wenn, würde ich ein Volks hinschicken. Aber er hat schon zwei Grenz, hat relativ viel Infanterie. Wird 1 muss jetzt rauskommen beim KKZ. Muss er bringen, weil so viel Infanterie, die so wenig Health haben, will man ungern jetzt noch dem Ami ein paar Kills geben, dass die Rifles wettbekommen. Ah, das sehen wir von meiner genau, jetzt wird 1 da, sehr schön. Der Sniper pickt sich hier die Ziele raus, muss natürlich aufpassen. 17 Kills jetzt schon, hat sich schon rentiert. Hätte er vielleicht eher auf den Backtech gehen müssen, auf den T2. Er hat ja schon gesehen, dass Necron da einen Sniper spielt. Aber sieht ganz, ganz schlecht aus. Firebird hat gar keine Ressourcen mehr, gar keine mehr. Und es sieht wirklich ganz, ganz bitter aus. Aber danach rauskommen aus der Nummer, ich bezweifle es. Er kommt einfach mal aus der Base raus, das ist der berühmte Langree Base Pin. Wenn er das MG jetzt noch hier hinstellt, ne, da aufstellt, das zweite MG hier aufstellt, wo jetzt der Rifle hier rauskommt, dann war's das. Jetzt unbedingt mit dem Sniper so weit vorgehen und schießen. Könnte gefährlich sein, kann der Snipe stehen, er provoziert es ja förmlich. Und so passieren die Counter-Snipes eigentlich. Aber wenn er sich jetzt zurückzieht, riskiert er, hat er keinen Sniper stehen, aber jetzt geht er schon wieder zurück. Irgendwo lief er eine Mine rein, so wie es angehört hat gerade.
Kann mich auch täuschen. So, wo ist das MG? Die MG ist immer noch zu weit hinten. Der eine Mann. Oh. Ein Heal Package ausgegeben. Ah. Er gibt doch nicht mal mehr einen Kill ab. Ne? So, jetzt kommt er vor. Und jetzt kann er für den Base Pin perfekt machen. Und er kommt doch so aus der Nummer da nicht mehr raus. Firewall, muss ich etwas überlegen. Hört sich nach einem Sherman an. Aber das T2 ist ja da. Also Sherman auf dem Feld. T2 ist da, die Pack immer noch viel zu passiv. Müsste schon längst hier vorne stehen. Da könnte er längst das T1 abreißen. Da kann schon keine Bar mehr kommen. Keine Granaten mehr. Das kann man ruhig schon mal machen. Warum auch nicht? Ne? Ein Volks hier hinstellen und schön mit der Pack das scheiß Ding abreißen. Dann weiß der Gegner, wo die Pack steht. Aber man kann ja noch eine zweite bauen, die in der Hinterhand steht ein bisschen. Ne? Jetzt kommt der Sherman rein. Die Pack aufstellen. Die steht. Gibt gleich einen Schuss ab. Müsste ihn noch tarnen. Bam! Er war nicht getarnt, hat man gesehen. Sehr schön, wenig Schaden. Ne? Jetzt hier der geballte Angriff, aber das MG steht und er wird von einem einzigen MG gepinnt. Warum läuft er nicht da hinten lang? Warum läuft er so gebloppt da rein? Hat das MG zwar leergeräumt, aber das zweite steht noch. Ne? Die Pack steht. Ja, da war es auch mit dem Sherman jetzt Artillerie auf die Pack, aber er hat den Sherman verloren und war es das wert. Da kam die Arti definitiv zu spät rein. Also, wenn man, dann gibt man die Arti drauf, wenn man den ersten Packtreffer abbekommt und nicht, wenn der Sherman schon fast down ist. Ja, aber ich hatte erst die Punkte jetzt erst bekommen. Und jetzt kommt der letzte Mann hier rein zum Angriff. Aber bei dem G stehen wieder, der kann er einfach umbauen. Braucht er mal mehr. Ne, der wird einfach hier komplett zerschossen. Die zwei Mann kriegen den Sniper so nett. Da ist er raus. Nicht mal ein GG. Aber gut gemacht von Necron aus der Angriff anfänglichen Passivität. Hat er noch das Spiel noch gedreht und hat Fireblade sich mal verschätzt. Aber trotzdem, schönes Game und GG an beide und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, haut rein.